So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem freien Training hier aus Australien. Gott, ich war freien Training, Qualifying natürlich, Entschuldigung. Mein Gott, ich bin noch nicht ganz heilbar, bin noch nicht so ganz wach. Okay, gehen wir rein, auf geht's. Wir wollen natürlich ein gutes Ergebnis fahren. So, da sind wir wieder auf der Strecke oder beziehungsweise in Richtung Strecke. Komm mal raus. Let's go. Das erste Auto schon raus, das ist ein Racing Point. Ja, ich nehme mal Abschaden, den kriege ich sowieso nicht. Wenn ich den jetzt anfange zu jagen, haue ich mir so die Reifen kaputt. Deswegen eher lieber gerade ein bisschen Piano. Wobei der zweite gerade auch kommt, aber ich lasse die mal vorbei, die werden mich eh mal holen. Das erste war Perez, das zweite ist Stroll jetzt gerade gewesen. Naja, schauen wir mal. Wie weit es heute nach vorne geht. Die freien Trainings waren gemischt. Ich habe 14, 6 und 10 oder 8 und 10 oder so. Dreh rum. Ich habe jetzt gerade nicht das Ergebnis im zweiten im Kopf. Aber wir müssen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, nochmal ein paar Punkte mitzunehmen. Ja. Yeah. Das Bittere ist, dass es morgen regnen wird, das heißt, es wird nicht einfach werden. Ich fahre lieber ein nasses Qualifying und trockenes Rennen, als jetzt, dass es sich umgekehrt, aber wir müssen es halt damit leben, ne? So, auf geht's. Schauen wir mal, was die. Ob wir eine schnelle Runde hinbekommen. Das heißt, wir können ja richtig Reifen rausballern, weil es wird eh zu dir das ganze Rennen regnen, damit ist es egal. Jetzt war die 1 Ricciardo. Oh nein, 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 das war auch ein bisschen zu. Scheiße. Ja, da sind wir viel zu weit rausgekommen. Lando Norris hinter uns. We've only got 2 laps of fuel left.
So. Immer wieder dieses unnötige weit rauskommen. So, was wird am Ende die finale Zeit raus sein? Norris sieht man nicht kriegen. Es ist nur die Zeit vorbei, dass er Giovinazzi kommt. Bottas auch vorbei. 9. momentan nur. Eben hinter jedem Norris. Aber mal gucken, wenn wir einen guten Start erwischen, mal gucken, was drin ist. Zwei schütze ich jetzt auf die Acht. So, ab in die Box, zurück. Ja, es ist momentan nur Platz 15. Ne? Es geht jetzt auch gleich wieder auf die Strecke zurück. Ein 22,5 und dann die Bestzeit von Bottas. Mal gucken. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction. So, gut. Versuchen wir noch mal eine Runde zu setzen. Mit 16 momentan, 17. Also, wir fallen jetzt gerade richtig zurück. Ja, wir müssen halt noch mal ein bisschen was liefern jetzt. Eins, momentan noch vier. Wir können ja, wie gesagt, jetzt richtig am Reifen nochmal raushauen.
So. Das ist unser zweites Auto, geht auch raus. Mick geht auch auf die Straße. So, schauen wir mal, ob wir nochmal einen Sprung machen können. Mal einen kleinen Sprung nach, was nach vorne geht. Ja, fuck you, ey, das ist doch nicht wahr. You have a lot of wing damage. Box for a new one. Das war klar. Dass am Ende die Runde kaputt geht. Da konnte ich nichts mehr machen mit dem Auto. Ah, schöne Runde, dann. Platz 15 mit einem. Sechs Minütchen haben wir noch. We have two laps of fuel remaining. So, das wird doch mal eine gute Zeit werden, die doch Platz 9 mal bringt. That's put you up to P9, ninth place. Moment hat vor die Alpha Tauri reingeschoben. Fahrer vor mir. Leclerc ahead, over a lap separates you. Their best lap time is a 1:23.2. Ah, ich kann doch mal versuchen, einen Satz zu setzen. Ich habe ja nur, wir haben ja noch eigentlich, wir haben noch zwei Sätze. Wir haben ja noch zwei Versuche. Ziel ist es jetzt nochmal hin dazu zu bringen und vielleicht nochmal einen Sprung nach vorne zu machen. Ricciardo jetzt einen ordentlichen Sprung von Platz 8 vor. Nee, von Platz 7 vor, Entschuldigung. Auf 1 mit der Bestzeit. Renault mit dem Auftakt gut drauf. Ocon war ja zum zweiten freien Training der schnellste.
3 Minuten 40 noch. Wir versuchen nochmal einen Satz rein, nochmal so zu bringen. So. Our best lap so far is a 1 minute. Nochmal 9.3. Wir haben ja, wie gesagt, wir müssen ja nochmal. Williams raus, mein Team, der Teamkollege raus. Ein bisschen vermeiden wollte, dass die dass der Kollege rauskommt. Kommt raus. Nee, der Mick bleibt weg. Ja, ist schon schön, dass das Auto, ne? Muss man sagen. Hat jetzt kurz ein Sponsorenlogo drauf. Da wo es überall hingeht. Ja, dann ziehe ich mal gerade ein bisschen zurück. Jetzt haben wir den hinter uns noch ein Auto, ein Williams, ne? Ja, den lasse ich auch noch vorbei. Jordan King, Ex-Teamkollege. Wir haben noch 1 Minute 40. Vielleicht schaffen wir noch mal einen kleinen Sprung was nach vorne. Eine Pole haben wir letzte Saison geholt. Das war die in Brasilien und die soll dies Jahr auch noch passieren, aber hier in Australien wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber mal gucken, was dann jetzt noch im zweiten Versuch drin ist. Also wir haben nur diesen dritten Versuch nochmal. Also wir haben noch einen. Der muss jetzt passen, weil wir von der Zeit her nicht mehr durchkommen. Und danach nochmal einen Versuch zu setzen. Wir haben noch 1:10 und das wird zeitlich passen. Schon mal passt nicht so. Ah, dieses so blöde Verbremser jedes Mal in der gleichen Ecke. Just 30 seconds left in the session. Das muss man ruhig. Ja, leider haben wir ein bisschen Rückstand. Es bleibt momentan beim Rückstand. So, wir zaubern jetzt nochmal in den letzten Kurven. Aber dieser Quersteher, der kostet uns tatsächlich noch eine bessere Position. 9. ist es am Ende nur. 14. Okay, ich hatte ein bisschen gehofft, dass er auf 19 steht, aber Platz 14 zum Auftakt nur. Wenn dieser Quersteher uns die Runde gekostet hat. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Bottas und Carlos Sainz. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis.
Ja, das ist irgendwo auch eine kleine Klatsche. 23-2, die kriege ich, habe ich nicht anders hinbekommen, die Runde. Es ist nur Platz 14. Aber mal gucken, was haben wir im verregneten Rennen. Im Rennen vor allem noch Regen dabei, von so einer schlechten Position. Ja, schwierig wird es nicht. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Mein größter Rivale? Puh, das ist schwierig momentan. Ich gehe erstmal auf Jordan King. Was ist das Geheimnis Ihres Qualifying-Tempos? Klasse, das war dann alles. So. Naja. Müssen wir mit leben. Diesen Rennen in Australien. Erste Saison. Zweite Saison. Letzte Saison sind wir, glaube ich, da irgendwie als 16. 17. geworden oder so. Das wollen wir dieses Jahr nochmal einen kleinen Sprung nach vorne machen. Gut, okay, dann haben wir das auch durch. Und wie gesagt, das nächste, die nächste Session, die jetzt ansteht, ist ja dann das Rennen. Und ja, gucken wir gerade schon wieder Nachrichten. Ja, vor dem Rennen. Okay, es bleibt beim Regen. Also es ist halt, das ist das Bittere. Ab 15 Rundchen ist dann an morgen und wir sehen uns dann wieder. Und ja, schauen wir mal. Nee, aber. Oh, warte mal, wir haben noch mal. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Ja, noch ein bisschen. Update, nochmal ein Update rein, Chassis. Ja, wir müssen ja noch klein. Ich möchte zumindest, wenn die Einheiten da sind, nochmal einen kleinen Sprung nach vorne machen. Ne? Gut, dann würde ich sagen, mal Feierabend, wir sehen uns morgen wieder und dann geht's weiter mit dem Rennen.